Yo, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. In der Burg von Welt 5. Und wir sehen schon den tollen Boss, einen schwarzen Kugelfieh-Käfer. Nein, das ist natürlich eine Rabe. Die wir eben schon im letzten Part um diese komischen runden Dinger rumlaufen haben sehen. Abroxas Schloss. Wir sind noch einmal über der Wolkendecke mit den kleinen lustigen Möwen, die ziemlich hoch fliegen. Aber das ist Nintendo-Logik, die zweifeln wir natürlich nicht an. Der Fels bricht weg. Oh mein Gott, das geht ja viel zu schnell. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ist hier irgendwas Schönes? Nein. Gut. Fahrstuhl. Fahrstuhl. Oh, wir springen da echt hoch, ne? Fahrstuhl. Wow. Was? Wer schießt denn hier? Oh mein Gott. Die komischen Pflanzen mit den dicken Lippen. Keine dicke Lippe riskieren, ha? Huh? Moment. Schenkelklatscher. Klappt gerade besonders gut, weil ich kurze Hose anhabe. Es ist extrem warm hier bei uns. Dann hört man den Klatscher auch so schön. Nicht so, als wenn ich auf meine Jeanshose klatschen würde. Ah! Voll ins Gesicht! Du Drecksvieh. Da springt man gutgläubig in die Ecke und dann was passiert da? Sowas. 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 So. Klappt doch. Gib mir nochmal neue Eier, bitte. Please. So. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich den da oben weg? So, boah, das war so, boah, war das gut. Und dann nochmal eingefroren. Ah! So, tschüss und tschüss. Die Pflanze wächst auf dem... Moment. Den kriege ich jetzt nicht mehr, weil die Hitbox davor ist. Sterne, können wir gut gebrauchen. Durch meine exorbitante Dummheit wieder mal... Was ist das denn hier? Ach, der zielt auf uns. Ja, oder auch nicht ganz. Und die prallen auch von der Wand ab. Gar nicht mal so schön. Schieß mal. Gut, dann so. Ah ja. Cool. So, zwei Blumen, zwei rote Münzen, alles schön. Alles voll Dufte, wa? Na, immer Eier auffüllen. Na, komm her. Ich sagte, komm her. Eisblume nehmen wir auch mit. Ja, Eisblume sag ich schon. Wow! Wow! Angst, wann schießt der jetzt? Ah! Du Drecksau! Ihr schon wieder. Autsch. Ja, das ist jetzt natürlich fies, ne? Ich sagte, das ist jetzt natürlich fies, ne? Gut, da komme ich anscheinend irgendwie nicht hoch. Mal Mund frei machen. Ja. Was willst du? Yoshi ist ein Naturwunder. Er kann den Pfeillift in den Mund nehmen und an anderer Stelle wieder ausspucken. Ja, was du nicht sagst. Auch das haben wir schon mehrmals in diesem Spiel herausgefunden. Aber danke. Wir machen mal einen Weg frei, möglichst hier außen. Gut, da ist ein Gegner, dann möglichst hier außen. What? So. Passt. Sterne. So, dürfte passen. Hallo Möwe, die fliegen ganz schön hoch. Inzwischen sind wir anscheinend schon im Weltraum. Ich glaube, ich habe aus Versehen zwei Raben getötet, ja. Die fand ich auch immer echt cool, weil die keine Arme und keine Flügel haben, sondern nur so zwei riesen Füße, mit denen die sich immer so im Kreis rumbewegen, so eine Krabbe. Nehmen sie einfach Krabbenraben, ist auch eine schöne Gattung, finde ich. Ich hätte gerne einen Krabbenraben. Ich habe euch ja damals in meinem, ich weiß gar nicht, von welchem Let's Play das war. Yoshi, Super Mario irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube, es war Bros. 3. Habe ich euch gefragt, wenn ihr ein Mario-Element, irgendeinen Gegner oder einen freundlichen Mario-Teil als Haustier haben könntet, welcher das wäre? Und was wäre das in diesem Spiel? Also für mich wäre es auf jeden Fall dieser Rabe mit den Riesenfüßen und ohne Flügel.
Das ist doch, wie ein Rabe wirklich sein sollte, oder? Gar keine Frage. Boss-Tür! Macht euch bereit für den epischsten Bosskampf ever. Der ist so cool. Da kommt er. So einen hätte ich gerne. Aber nicht nur den. Er müsste sich mal kämmen. Er hat hinten diese Haardings da. Du wirst hier nie wieder herauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Mhm, wenn ich mir rote Eier machen, die auf deinen Raben schieße. Rabe wird zu Mega-Rabe. Geil, oder? Ich fand das immer so cool, wie dieser Rabe hier hochspringt in den Weltraum und das ohne Flügel. So, wir müssen, wie ihr sehen könnt, diese Dinger können wir in den Boden stampfen, dann kommen die auf der anderen Seite wieder raus. Wir müssen ihm die, ja, wir möchten nicht drüber nachdenken, wo die landen. Aber im Grunde müssen sie ihn aber nur treffen. Zack. Das erwischt jetzt seinen Fuß, so soll es natürlich sein, jetzt wird er böse. Natürlich immer schneller. Zack, und das war's. Tschüss. Das finde ich jetzt so cool. Denn da entsteht jetzt ein Rabe als Sternbild mit nur einem Stern, aber hey, das ist Nintendo-Logik. Man kann mit einem Stern einen Raben nachstellen. Auf genau diese Weise. Stern dahin, Rabe außen drum rumzeichnen. Passt. So und nicht anders wird's gemacht. Mhm. Ja, einigermaßen gute Levelbilanz. Und damit gehört auch Welt 5 uns. Auf den Berg. Hoch über die verschneiten Berge in die Luftburg. Hallo, Fliege. Piss dich. Und damit erwartet uns nur noch Welt 6. Oh ja, ist das nicht evil? Welt 6.1! Unten auf der Karte liegen schon überall Totenköpfe. Warum? Kein gutes Zeichen. Wald der Wilden. Hat uns unsere Eier geklaut. Bin mir sicher, dass wir mindestens 4 Stück hatten. Oh, ich dachte, auf dem könnten wir mitfliegen, aber nein, können wir nicht. Sieht ziemlich tot aus hier alles. Aber da sind wir ja dran gewöhnt. Wenn es nicht schon tot wäre, würden wir es tot machen. Das sind im Grunde die gleichen Möwen wie eben, nur dass sie jetzt halt tot sind. Wunderbar. Upsala. So, Eichen. Und zack. Hier müssen wir aufpassen. Ich glaube, wenn die hochspringen, dann treffen die uns mit ihren Speeren, weil die dann halt ein bisschen höher kommen. Gucken wir mal. Ja, das dürfte so ziemlich sein. Alles klar. Wow. Pass auf, wo du das Ding fallen lässt, und sehen wir nachher genauso aus wie du. Ho, was seid ihr denn? Karate-Kämpfer anscheinend. Wie kriege ich diese rote Münze da? Ich habe keine Eier mehr. Okay, essen können wir die nicht. Ich habe eine Idee. Ah, da kommen Viecher raus. Oh, okay. Okay.
Okay, jetzt kommen wir da sowieso gar nicht mehr dran. Stirb! Yay! Okay, du magst nicht sterben. Gut, verstehe. Ich. Geh halt weiter. Ketten und Alarm. Und die fallen wieder hinten aus dem Hintergrund so vorne hin. Und dann stehen da Löcher. Genauso. Jawohl. 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 Schade, dass der nicht mitgenommen wurde. Gucken wir mal. Jawohl. What? Was war das denn? Kamehameha oder was? Wow! Okay, ich verstehe. Können wir da... Die Frage ist, können wir da drauf? Weil da steht ein bisschen über, ne? Da steht ein ganz kleines bisschen über. What? Da war doch Boden. Also bitte, da war... Also bitte. Da war doch Boden. Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass das da nicht funktioniert hat. Ich habe aber eine andere Idee. Und zwar mit der wunderschönen Durchrenntaktik müsste es eigentlich klappen. Na, ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert hat. Wir haben es ein bisschen schieben. Ah, wunderbar. Sehr schön. Hat geklappt. So, es sind zwar nur Sterne, aber hier sind rote Münzen. Zwei Stück. Wow, würde gerade springen. Ich glaube, der hätte uns mit runtergerissen. Und das wollen wir natürlich nicht. Der Kamehameha-Bruder schon wieder da. Noch mehr vielleicht. Wow! Eine Anzeige, wo die landen, wäre halt echt cool, ne? Oder zumindest, wann noch einer losgesprungen ist, weil den habe ich gar nicht mehr gehört. So, jetzt ist die Frage, wie wir da rankommen. Ja. Oh! Drecksau! Ja, die erste ist noch mit Flugschwung sozusagen an uns vorbeigeflogen. Die zweite hat uns wahrscheinlich ganz so hinten noch am Stachel getroffen. Fies. Das heißt, wir essen die jetzt sofort. So. Wow. Komm mal her, Yoshi. Ach, Yoshi, sag ich schon, Baby Mario. Ich möchte eigentlich gerne die Blume haben. Ja, so. Und jetzt, genau, zielen. Jawoll. Das, boah, das war richtig gut. Da könnte ich mir selbst auf die Schulter klopfen, wenn ich gerade Hände frei hätte. Aber leider habe ich nur zwei davon. Huch, die wollte ich haben. Die andere kann eigentlich von mir aus auch noch gern da liegen bleiben. Gelbe Münzen brauchen nämlich keine Sau. Wieder hochkommen wir nicht. Moment mal, was ist da drin? Schlüssel. Was wächst da? Ah, ich verstehe. Wir hätten wahrscheinlich zuerst das Ding runter machen müssen. Und dann das da abschießen müssen, damit das Ding quer durchwächst. Genau, nämlich an dem Knochen vorbei. Und dann hier die Blume, was hat zum Landen? Okay, vermasselt. Habe ich nicht genug mitgedacht, da oben ist eine rote Münze. Aber da brauche ich Schwung für. Wow. Da brauche ich noch viel mehr Schwung für. So. Wer schießt hier auf mich? Wer wagt es, hä? Oh mein Gott. Gut, das Ei kommt. Da komme ich jetzt natürlich nicht dran, weil... Kannst du bitte mal damit... aufhören. Geh weg. Ich sagte, geh weg. So. Ah, jetzt habe ich keine Eier mehr, so ein Scheiß. Wow. Okay, das wird nicht schön. Das wird ganz und gar nicht schön. Ich würde zurückgehen und Eier holen. Ich glaube, ich bereue das jetzt nicht gleich. Alle möglichst auf die Seite, dann fallen die nicht auf die Stacheln. So.
dir verballern wir die jetzt nicht wieder. Wow. Fast wäre ich in das Ding reingesprungen. Passt. Nein. Da habe ich eine Sekunde zu spät wieder losgeflattert. Nach dem ersten Flatterflug. Schade. Ich muss natürlich die Blume da nochmal holen, ne? Aber wir können natürlich auch das Bonusspiel nochmal nutzen. So. Und dahin. Nee. Dahin. Jawohl. Ja, erstmal Eier auffüllen, das ist jetzt wichtiger. Passt. Wie war das jetzt noch gleich? Genau, erstmal Schlüssel holen. Jetzt den Dings in den Boden stampfen. Eins, zwei, aktivieren. Jawohl. Wunderbar, so muss das aussehen. Sehr schön. Ich kann Ballonspielchen mit hin und her schubsen. Bonusballon wäre mal wieder cool. Jawohl. Gehen wir sofort nach oben, würde ich sagen. Jetzt mal, was der hier? Na? What? Oh nein. Du Drecksack. Der lag direkt vor unserer Nase. Über unserer Nase. Whatever. Gut. Dann diesmal ohne zu sterben. Vorteil, wir können jetzt wieder 6 Eier tragen. Der Schlüssel ist weg. Jawohl. Passt. So. Frage ist jetzt natürlich. Ah doch, ich weiß, wie wir den da wegkriegen. Entweder so. Jawohl. Sonst hätte ich jetzt einfach den anderen mit dem Ei abgeschossen, damit der nämlich gegen den anderen gepeilt wäre, dann wären auch beide tot gewesen. Aber so geht's natürlich auch. Na, schade, genau die Blume hätte uns das Bonusding gebracht. Kann man nichts machen. Gut, im nächsten Part geht's weiter mit Yoshi's Island. Bis dahin und ciao!